Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir und wir sind bei Systemen, Klassen, Strukturen und so weiter, die meiner Ansicht nach wichtig sind. Ja? Also, heute sprechen wir über die Klasse Math, heißt das. Ja? Mathematik, M-A-T-H, Mathematik. Und die kapselt so ein paar wichtige Sachen, die man in der Mathematik halt häufiger braucht. Schauen wir uns das an. Also ich mache jetzt da eine Zahl. Ja, Double Z1 ist gleich. Und dann Math, die Klasse gibt schon. Ja, und die hat ein paar statische Member, zum Beispiel Pi. Ja, und jetzt geben wir sie das aus. Genau, das wollen wir. Geben wir uns das aus und es wird keine große Überraschung sein, was da drinnen steht. Es ist die Kreiszahl Pi. Ja. Cool, ha? Super. Ja, also es gibt praktisch, können wir auf die Konstante Pi zugreifen, braucht man häufiger. Eine Konstante, die man auch häufiger braucht, ist das E. Ja. Schauen wir uns das an. Jetzt bin ich eigentlich jetzt da. Diese Zahl, kennt ihr wer? Ja. Die Eulersche Zahl. Ja. Die Eulersche Zahl braucht man auch hin und wieder. Die hat nicht nur statische Eigenschaften, sondern auch statische Methoden. Ja, zum Beispiel könnte ich hier schreiben, ja, schauen wir uns das an, math. Und da gibt es ein Max. Ja, so Max. Und da schreibe ich 12,3 und 15,4 eine. Ja, und das gebe ich aus. Und dann schauen wir, was zurückkommt. Was kommt zurück? 15,4, nämlich die größere Zahl, deswegen das Max. Ja. Wenn ich das Min reinschreibe, zum Beispiel, ja, gibt es auch, müsste eigentlich 12,3 zurückkommen. 12,3, wunderbar, wunderbar, das ist ein Wahnsinn. Ist ein Wahnsinn, ja. Dann gibt es noch Assign. Ja, jetzt würde ich das gleich unterwählen, weil da darf ich nämlich nur einen Operanden hineingeben. Ja. Methode Assign. 1, aha, das ist 1, ja. Was ist, wenn ich Minus mache? Kommt Minus 1 dazu, also kommt entweder Plus oder Minus 1. Und was ist, wenn ich 0 hineingebe? Dann kommt hoffentlich 0 heraus. Also es gibt schon, ja. 0 hat kein Vorzeichen, 0. Ja. Also Minus 1, 0 oder 1, gibt das Vorzeichen einer Zahl zurück. Ja. Dann, was man auch häufig braucht, ist zum Beispiel der Abs, ja, Absolutwert. Minus 12,3 haben wir gehabt. Absolutwert von minus 12,3 ist was? 12,3. Wunderbar. Ja. Und von plus 12,3, der Absolutwert ist ebenfalls 12,3. Also nimmt man das Vorzeichen einfach weg. Ja. Dann gibt es zum Beispiel das Pau. Ja. Da kann ich zum Beispiel sagen, 16 hoch 2. Ja. 16 hoch 2 ist das 256. Wunderschön. Ja. Power. Ja. Dann gibt es noch verschiedenste andere Methoden. Machen wir da einen Punkt. Ja? Schauen wir uns das an. Punkt. Ja? Min, Power, Square Root. Ja? Das gibt es zum Beispiel. Ja? Absolutwert haben wir schon gesagt. Arcus, Cosinus, Arcus, Sinus, Arcus, Tangens. Da kann man reinschauen. Cosinus, ja? E haben wir auch schon. E hoch irgendwas. Ja? Logarithmus, Maximum, Minimum, Pau haben wir auch schon gehabt, ja. Runden kämen, das Vorzeichen haben wir schon gesagt, Sinus, Tangens, Truncate, wo ist der Unterschied zwischen Round und Truncate, das können wir uns noch anschauen, ja, das zeige ich noch her. Jetzt machen wir ein Round, ja, und wir runden die Zahl 12,3. Schauen wir uns an, was da passiert. Bug. Ist 12. Richtig, gell? 12,3 und 12,6. Wie runden wir das? Ja? Das ist 13. Das ist gerundet. Ja? Und wenn ich jetzt sage, statt round, trunk date 12,3? 12. Also das passiert genau das gleiche wie beim round. Und wenn ich jetzt aber 12,6 schreibe, ist auch 12. Der schneidet das Komma einfach weg. Weg kommt das Komma. Okay? Also da wird das Komma einfach weggeschrieben bei Trunk. Das braucht man hin und wieder, wenn man nämlich zum Beispiel,
wenn man Division macht, ja, und dann kommen irgendwelche Kommazahlen raus und dann schneiden wir die Kommazahlen weg, es sind so viele Ganze, sehen Sie, ja, die Halbwerte interessieren mich nicht. Ja. Wenn in einen Bus 13,4 Leute hineinpassen oder 13,7 passen, immer nur 13 hinein. Das ist es so. Manche Sachen kann man eben nicht teilen. Ja, also das ist die Methode oder die Klasse MAV. Ganz nützlich, kann man ruhig einmal verwenden. Ja. Das nächste Mal, wir haben das schon mal verwendet, String, ja, das ist ebenfalls eine Klasse, die String-Klasse. Und ja, schauen wir uns an, was die kann. Ja. Kann auch einiges. Ja. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.